Viewer discretion is advised. Dieses Programm zeigt schockierende Bilder, die nicht für alle Zuschauer geeignet sind. Die Namen der Toten wurden geändert. Spielen Sie nichts aus diesem Programm nach. Es wäre Ihr sicherer Tod, Tod, Tod. Dispatch sind vor Ort. Ja. Haben die mögliche Prostituierte gefunden. Ja, brauchst nicht deine Mom anrufen. Ja, es gibt ein Problem. Sie haben zu große Brüste. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSPDFR. Wir haben Bergtag, es ist Mittwoch und natürlich wieder eine neue LSPDFR-Folge. Wir haben uns heute hier versetzen lassen. Befinden uns aber immer noch in Blaine County. Wir werden hier mal ein bisschen auf den Hauptstraßen patrouillieren und schauen, was uns heute hier so erwartet. Letzte Folge ist ja etwas im Chaos versunken, nachdem ja einmal wieder LSPDFR abgestürzt ist. Oh, wow. Ist das dein Ernst? Wo denn? Dealing with a pursuit. Wo denn? Gerade wurde nur angezeigt. Ach, ihr wollt mich ärgern. Ich sehe hier nichts. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay, dann scheint es schon wieder vielleicht vorbei zu sein. Ich weiß es nicht. Ja! Wie gesagt, die letzte Folge etwas kurios geendet, nachdem ja erstmal LSPDFR wieder abgekackt ist. Da ging ja gar nichts. Haben wir einen Neustart gemacht, haben wir wieder ja geblitzt und ja, haben da natürlich einen rausgezogen, den haben wir erwischt. Der war zu schnell, ist natürlich geflüchtet. Wer es gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Ja, und dann ist das Chaos wieder ausgebrochen. Schießereien, einer hat sogar die Kollegen umgefahren. Ich weiß nicht, was das soll. Attention, this is dispatch. We've got solicitation in Grapeseed. Units respond code 2. Okay, code 2. Be advised, suspect has blonde hair and is wearing a red poire, red skirt and red boots. Also, a lady in red quasi. Code 2. Naja, dann müssen wir mal da drüber. Ist er hier in der Nähe? So, wir müssen hier rein. Achtung, Kuh überquert die Straße ganz vorsichtig. Wenn ich eine Kuh sehe, fallen mir die Rednecks ein. Weiß nicht warum. So. Dispatch sind vor Ort. Ja. Haben die mögliche Prostituierte gefunden. Ja, brauchst nicht deine Mom anrufen. Ja, es gibt ein Problem. Sie haben zu große Brüste. Und zu viel Geld in der Tasche. Mal hier eine Verkehrs-, also eine Personenkontrolle. Hallo, ich habe sie angehalten. Jeez. Ja, ich möchte nichts von Ihnen. Keine Dienste, die Sie ja offensichtlich anbieten. Das Einzige, was ich gerne hätte, ist mal den Ausweis. Da Sie ja nicht mitmachen, Hände hoch. Passen Sie bitte auf, dass Ihre Brüste nicht rausfallen. Wir sind eine jugendfreie Folge. So. Na, das mit dem Scheiß-Handy hier. Festnehmen. Nicht so schüchtern. So. Zack, 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 zack. Lindsay. Bleacher. Au, und sie werden auch noch von der Polizei gesucht. Na, Gott sei Dank haben wir sie festgenommen. Ich habe Angst, dass die Titten ausfallen. So, Dispatch, ich bräuchte bitte einen Transport an meine Stelle. Können Sie bitte auf die Knie gehen? Ich denke mal, das werden Sie genug kennen. Diesen Wunsch. Gehen Sie bitte on your knees. Get on your knees! WTF. What the fuck? WTF. Sehr schön.
konnten wir auch lesen. So, einmal eintüten bitte. Dankeschön. Weil wo sie wieder ihr Geschäft verrichten wollten. Eieiei, mitten in der Pampa. So. Ja, Dispatch, wir sind Code 4. Oh, wieder eine Kuh hier. Aufpassen. So, ich wollte eigentlich ein bisschen auf den Hauptstraßen patrouillieren. Das funktionierte wieder nicht. So. Im Moment ist alles ruhig. Fahren wir hier in den Bergen rum. Mal sehen, was da losgeht. Moment, alles ruhig, es wird wieder hell in Blaine County. Hell oder dunkel? Ich weiß es gar nicht. Nein, dunkel wird's. Wird ja eine Nachtschicht, ich wusste es. Eieieiei. So, im Moment ist alles ruhig hier, aber sollte man nicht so laut sagen, das kann sich ja ganz schnell ändern. So, mein Fahrzeug. Komm, das tun wir mal überprüfen. So, Dispatch, sprechen wir Informationen zu 21PRE625, bitte. Also in letzter Zeit, oh Gott, Lizenz suspended. Was machen wir denn hier? Wir wohnen hier wahrscheinlich. So, naja, hat es ja nicht weit. Wo willst du denn hin? So. Wollen sie das Haus hier etwa kaufen? Ich weiß es nicht. So, mal schauen, ob auch die Person flüchten möchte. Schönen guten Tag. Ich hätte gerne mal ihren Ausweis, bitte. Felipa Vargas. Felipa Vargas. Ich kenne ja das Ergebnis schon eigentlich. Ja, Lizenz ist suspended. Wir machen nochmal einen Alkoholtest. Die kann schon das gar nicht mehr machen. Okay. Dann einmal bitte aussteigen. Ja, sie sind alleine. Warte. Fräulein. So, einmal die Waffe. Nimm die Waffe. Hände hoch, Polizei. Dafür, dass sie aber so viel Soffen haben, können sie aber ganz schön gut rennen, Lady. So, sie sind vorläufig festgenommen wegen Fahren unter Alkoholeinflusses. Dispatch, bräuchte einen Transport bitte an meine Stelle. Und Fahren ohne Führerschein. So. Wieder jemanden hier erwischt. Eieieiei. Dispatch, bräuchte bitte einen einen Abschleppwagen an meine Position. What the fuck, wo kommt der denn her? Wieder auf meinem Auto gelandet. Vienna. Aber mit dem Wort hast du recht. So, wir wollen es nicht wiederholen. Wir sind eine jugendfreie Sendung. Auch wenn die etwas nicht ganz so jugendfrei angefangen hat. Aber man hat zum Glück nichts, nicht alles gesehen. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Oh, scheiße, wir haben den Hasen angefahren. Ganz schnell. Wir bräuchten mal ganz dringend einen Tierarzt bitte an meine Stelle. Dispatch. Oh Gott. Kann aber auch nur uns passieren. Ach. Armer Hase. Ich hoffe, jetzt kommt hier keiner. Zu spät gesehen. Man nennt es Wildunfall. Solange wie der Tierarzt braucht. Jetzt kommt er, da vorne kommt er. Hierher. Come on. Schneller, wenn es geht. Gab leider einen kleinen Wildunfall. Oh, er hat überlebt. Sehr schön. Nimmst du mit den kleinen Mann? Jawohl. Puh, he is alive, er hat überlebt. Sehr schön, da kommt jetzt in die Tierarztpraxis, das ist schon wieder ein Hase, Achtung. Ja,
wenn Tiere die Straßen kreuzen im falschen Moment, dann kann das meistens etwas tödlich enden. So, was haben wir denn hier rumstehen? Checken wir den mal. Dispatch, bräuchte Informationen zu 65FFQ100. Wo wir schon mal hier sind. Target license plate. 6, 5, Frank, Queen. Okay, das ist sauber, sehr schön. Es gibt auch schon noch Fahrzeuge, die sind sauber. So, hier ist jetzt nichts weiter. Hier haben wir noch ein Auto stehen sehen, genau hier. So, Dispatch, bräuchte auch noch Informationen zu 25HFN430, bitte. Ansonsten sind wir hier auch durch, dann ist alles sauber hier. Wenn ich durch, dann ist er abgefasst. Okay, auch der ist sauber, sehr schön. Dann gehen wir uns auf den Weg machen zurück. Sehr schön, da können wir jemanden aus dem Verkehr ziehen. Oh, kommt natürlich sofort an. Gestohlenes Polizeifahrzeug. Sogar hier in der Nähe. Am besten du kommst noch auf uns zu. Nein. Entfernt sich natürlich. So, haben wir den Streifenwagen. War klar. So, Dispatch, bräuchte bitte Verstärkungseinheiten. Und eine Lufteinheit am besten. Da rammt natürlich die Autos weg. Verfolgen den gestohlenen Streifenwagen, Dispatch. Lufteinheit ist eingetroffen, Bodeneinheit ist bei mir. Ah, Pitmanöver nicht geklickt, Dispatch. Was willst du mit unserem Streifenwagen? What the fuck? Scheiße, Helikopter abgestürzt. Dispatch. Einheit bleibt hinter beim Helikopter. Bräuchten weitere Einheit. Ach du Scheiße, Helikopter ist abgestürzt. Der ist gegen die Brücke wahrscheinlich geflogen. So, jetzt diskutieren wir. Ja, haben wir noch eine. So, jetzt reicht's. Hände hoch, Polizei. Hände hoch, Polizei. Und auf dem Boden. Es reicht. So, bräuchten mal die Company, die das Auto abholt. Natürlich. Und dann sind sie festgenommen, Dispatch. Ja, ja. Dispatch, bräuchte erstmal einen Transport bitte an meine Stelle. Und dann der Status ist okay. So. Hier einmal unseren Streifenwagen bitte mitnehmen. Das ist ganz wichtig. So. Nee, nicht einsteigen. Du kommst mit dem Kollegen da hinten mit. Kollegin, Entschuldigung. So, düsen wir jetzt ganz schnell rüber. Das lassen wir mal die Kollegen machen. Explosion und dann natürlich der Helikopter. Der ist gegen die Brücke geknallt. Ist außer gegen die hier. Eieieiei. Trommelmäßig sehen wir natürlich hier nichts mehr. Goddammit. Ja, ja, der Beruf des Polizisten ist doch schon sehr gefährlich. Eieieiei. Wer hätte das gedacht? Bei einer Verfolgungsjagd stürzt unser Unterstützungshelikopter ab. Eieiei. Das wünscht man natürlich keinen. Traurig, traurig, aber so ist nun mal das Leben. So. Komm, fahr zu hier. Da hast du was zu verbergen. We have a code 99. Oh, Verfolgung zu Fuß. Road. Units code 3. So, Lufteinheiten lassen wir erstmal. Bei einer weiteren Einheit, denke ich mal, sollten wir das in den Griff kriegen. Sogar hier in der Nähe. Wo denn? Du stehst hier bloß blöd rum, oder was? Super. Da. In der Nacht ist gar nicht so einfach, das auswendig zu machen. Du bist gegen mein Auto gerannt, denk dran, ne?
Come on, bleib stehen. Polizei. So, stehen bleiben, Polizei. Come on, Hände hoch. Runter auf den Boden. Ganz langsam, mein Freund. So, Dispatch. Bräuchte einen Transport bitte an meine Stelle. Flüchtigen gefasst. Vielleicht heute Bombe, da kommt schon wieder dein Taxi. Sehr schön. Einmal eintüten bitte. Wo ist er denn? Ja, du brauchst nicht zu mir gelatscht kommen, du kannst dort hinten hin. Oh. Deal with the intoxicated subject. Okay. Mal gucken, was wir eingeflößt haben. Code 2. Na, dann düsen wir mal schnell rüber. Auf dem Highway, wie es aussieht. Okay. Jawohl. So. Betrunkene oder betrogen. Okay, Verfolgungsjagd. Ja, so wie der aussieht, ist er besoffen. Come on, Stück weg. Danke. Wo ist er? Da. Läuft mitten in die Prärie rein. Ja, auch du bist gegen mein Auto gerannt. Das möchte ich an dieser Stelle festhalten. Okay. Tödlich verunglückt. Dispatch, bräuchte bitte einmal Corona an meine Stelle. Das Ganze etwas schneller, wenn es geht, weil wir haben schon den nächsten Einsatz. Ach, come on. Falsch. Wir fahren doch gleich mal hin. Das ist ja gleich um die Ecke, auf der anderen Straßenseite quasi. Wo denn? Lass den Böller mal umfahren. Na, danke. Das hat gescheppert. So. Wow, 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 wow. Was bist denn du von mir? Okay, hat sich erledigt. Einmal ihr Messer an meine Stelle. So, schönen guten Tag. Ich hätte gerne mal ihren Ausweis gesehen. Sie scheinen ja nicht ganz bei Trost hier zu sein. Dan Brooks. Okay, dann ist alles in Ordnung. Haben Sie was gegen einen Alkoholtest? Okay, da liegt nichts vor. Was wird das denn? Nein, das wollen wir nicht. We need to close the vehicle. Ich möchte keinen Strafzettel verteilen. Sie sind erstmal vorläufig festgenommen. Wenn das hier irgendwie klappt. Jetzt. So, Dispatch, brauche ich bitte einen Transport an meine Stelle. Und dann sind wir Code 4. So, hier brauche ich noch einen Abschleppwagen, bitte, Dispatch. Gucken wir mal, was mit dem hier ist. Der ist nicht mehr zu retten. Dann brauche ich noch einmal Corona, bitte, an meine Stelle. Ach, wieder viel zu tun hier. Psycho with a gun. Und das in der Nähe. Sehr schön. So, nimmst du den bitte mit? Oh, weia, Shots Fire ist gemeldet worden. Bereits. So, dann ganz schnell drüber düsen. Auf der anderen Straßenseite wieder mal. Natürlich, wo sind's? Da hinten. Okay, Shots Fire sieht jetzt nicht gerade so aus. Er bedroht bis ein mit einer Waffe. Komm mal an. Stehen bleiben. So, guck mal, Hände hoch. Polizei! Hat das mit Angst gekriegt? So, Psycho mit der Waffe wurde gestellt. Na? Und soeben festgenommen. Dispatch, brauche ich noch bitte einen Transport an meine Stelle?
Action pur hier wieder. So, noch haben wir natürlich irgendwo fallen lassen, bestimmt. Ja, egal. So, da kommt der Transport. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. So, wir haben es schon wieder um 5. Ja, dann würde ich sagen, war das eine neue Folge von LSBDFR. Ja, danke fürs Reinquatschen. Ja, das war eine neue Folge von GTA 5 LSBDFR. Wir machen Feierabend. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und hoffe natürlich, ihr seid dann bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Und ja, verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.